Genau, hallo, ich möchte mich heute ein bisschen aufregen, und zwar über Leute, die immer wieder Sachen sagen wie ja, im Fall, die Greta, die hat im Fall auch Toast aus einer Plastikpackung gegessen, im Fall. Und dann fühlt sie sich so ein wie ein mega krasser Detektiv. Ich nenne die Leute jetzt einfach mal die Güsselglobis. Die Güsselglobis, die probieren uns um jeden Preis nachzuweisen, dass wir ja selber auch nicht besser sind. Und durch das, wenn sie dann irgendwie ableiten, dass wir wegen dem nichts mehr zu sagen haben. Ich meine, ja, das Argument macht ja auf den ersten Blick sogar ein bisschen Sinn. Ja, ja, Wasserpredigt und Weinsaufen. Ja, ja, die Streikenden haben es also voll begriffen. Aber es macht eben auch nur auf den ersten Blick Sinn. Aber auch nur, wenn man eine kurzsichtige Fruchtfliege ist, die in 20 Minuten am Bilder anschaut und nachher meint, sie seien jetzt politisch bildet. Die Güsselglobis, die meinen, dass nur jemand kritisieren darf, der selber 100% moralisch integer ist. So ein Quatsch. Ich meine, selbstverständlich darf zum Beispiel eine Raucherin für stärkere Rauchergesetze demonstrieren. Wo kommen wir denn da sonst hin? Und letztlich zeigt doch genau der Fakt, dass sogar unsere Vorzeige Greta nicht perfekt lebt, dass es einfach verdammt schwierig ist in unserem System, sogar wenn man sich wirklich Mühe gibt. Genau, die Güsselglobis, die sagen auch Sachen wie, ja, weisst, in kleinen Schritten geht es vorwärts, jede kleine Tat zählt im Fall. Jeder schaut ein bisschen für sich, eigenverantwortliches Engagement, Freiwilligkeit, das braucht es. Ich meine, ja, okay, das steckt schon echt viel Lebensweisheit in dem Satz. Aber auch nur, wenn man ein dummes, beschränktes, kleines Wimpertier ist, das voll der Erdenlobby auf den Leim gekrochen ist. Die Güsselglobis gehen offenbar davon aus, dass wir alleine durch persönliche Verhaltensänderungen die Welt retten können. Was aus verschiedensten Gründen die wahrscheinlich abgefahrenste, bescheuertste, absurdeste, beschränkteste, aber leider wahrscheinlich auch gefährlichste Schnapsidee von unserer Zeit ist. Weil leider noch dazu kommt, dass sich offenbar die allermeisten Leute ums Verrecken, wenn sie daran glauben. Dabei hat erst kürzlich ein deutscher Wissenschaftler im Selbstversuch herausgefunden, dass man durch persönliches Engagement maximum ein Drittel von den Emissionen kann verhindern kann. Ein Drittel. Ja, ein Drittel ist doch besser als nichts, rufen die einen. Und ja, klar, gut überlegt, du Schlaumeier. Aber wenn du vorlässt mit dem BMW, wenn du mit 120 nur mit 80 in einen Baum reinbretterst, bist du trotzdem ziemlich tot. Geschätzte 2/3 unserer Emissionen sind strukturell bedingt. Und kann man durch eigenverantwortliches Engagement mehr schlecht als recht oder gar nicht verhindern. Einfaches Beispiel, ich persönlich, ich bin mit dem Zug in die Ferien, fliege nicht, ich esse sehr viel vegetarisch, habe kein Auto und trotzdem ist mein Fußabdruck völlig im Arsch, weil ich in einer schlecht isolierten Altbauwohnung wohne, die mit Erdöl beheizt ist. Das kann ich persönlich einfach nicht ändern, weil ich als schlecht verdienender Student das einfach nicht kann beeinflussen. Und da braucht es Politik, wo Gelder spricht für eine energetische Sanierung von Altbauten. Und noch ein anderer Grund, warum wir seit 40 Jahren mit dieser Strategie nicht weiterkommen. Sind wir mal ehrlich. Wer hat schon Lust anzufangen, wenn alle anderen einfach weitermachen, als ob nichts wäre? Aber weißt du, da gibt es einen lustigen Trick. Und der nennt sich Gesetz. Gesetz! Ja, wenn man Gesetz sagt, könnte man fast meinen, ich hätte irgendwie gefordert, dass man einen Lehrinstatt auf den fucking Bundesplatz stellt. Gesetze sind irgendwie zu etwas mega Schlimmem aufstilisiert worden. Aber Gesetze sind in vielen Fällen etwas mega Wichtiges und unverzichtbar. Ich meine, Tempolimiten. Da will sich irgendwann einfach mal darauf geeinigt, dass es so gefährlich ist, wenn alle mit 180 über die hohen Autobahn reinbrettert. Und wegen dem hat man eine Tempolimite gesetzt und alle halten sich dran. Mit Eigenverantwortung funktioniert es nicht. Wir machen Gesetze zusammen. Das ist nicht ein Staat, der von oben ab uns irgendetwas vorschreibt. Das sind wir, die uns auf Regeln einigen, damit niemand auf Kosten von anderen profitiert. Das ist die Art, wie wir als Gesellschaft ein gemeinsames grosses Problem lösen können. Kleiner historischer Exkurs. Die Autoindustrie hat dann zumal während dem Waldsterben auch wollen, dass der Katalysator ein freiwilliges Add-on ist, wo dann halt die umweltbewussten Leute müssen extra dafür zahlen. Wenn man das gemacht hätte, wäre die Quote von Leuten, die einen Katalysator haben, etwa so hoch wie die Anzahl von Leuten, die hauptsächlich Bio essen, so würde der Strasse immer noch bestialisch stinken, unsere Wälder wären wahrscheinlich völlig am Arsch. Und zum Glück ist die Umweltbewegung dann zumal in den 80er Jahren stark genug gewesen und hat sich nicht auf so einen Schwachsinn eingelassen. Die gleiche Strategie wird heutzutage aber immer noch relativ erfolgreich angewendet. Umweltschutz bleibt so in den allermeisten Fällen eine Nischenerscheinung und spaltet Menschen in die Guten, die informiert sind und sich das dann eben vielleicht leisten können, und die Schlechten, die eben vielleicht nicht genug gut informiert sind oder sich einfach Gottverdelle nicht können leisten. Biofood ist einfach scheiße teuer manchmal. Die Guten finden nachher die Schlechten verantwortungslos, die Schlechten finden nachher die Guten arrogant und elitär. Man spielt die Menschen gegeneinander aus und verursacht durch das genau die Schuldzuweisungsspirale, wo zuerst nachher irgendjemand steht und sagt, ja, ja, der mit euren Handys, der sind auch nicht viel besser, schreibt mir nicht vor, wie ich das Leben habe. Und ja, wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte, und ich glaube, wir wissen alle, wer der Dritte ist. Weil kein Zweifel, es macht Sinn, das eigene Verhalten so umweltfreundlich wie nur möglich zu gestalten. Man kann Leute inspirieren, man kann zeigen, dass es möglich ist. Aber die Aussage, die Verantwortung liegt alleine beim Einzelnen, ist ein Totschlagargument von denen, die nicht wollen, dass man sie zur Verantwortung zieht. Die Autolobby, die Energiekonzerne, die Konsumgüterindustrie, die Banken, die haben genau gewusst, welche unbezahlbaren Schätze dass sie aufs Spiel gesetzt haben, um unvorstellbare Geldbeträge zu schaffen. Und diese Leute haben immer noch mega viel Einfluss in der Politik. Ja, um genau gegenseitige Konzerninteressen zu bestehen, braucht es unabhängige Politiker und letztlich auch grosse starke Bewegungen wie der Klimastreik.
bleibe nur noch zu sagen, bis zum nächsten Streik.